Du kennst vielleicht den Spruch, es dauert 20 Jahre, um sich eine Reputation aufzubauen, aber nur 5 Minuten, um sie zu ruinieren. Eine Zuschauerin der Online-Marketing-Show hat sich an uns gewandt und wir behandeln einfach mal den Fall direkt mit ihr. Ja, ich bin mit der Frau Schädel hier an der Chat-Tankstelle in Kulmbach. Sie schildert einfach mal, wie es war. Ich habe am 2. Januar habe ich hier an der Tanksäule 4 getankt und habe noch eine Schachtel Zigaretten mitgenommen. Bin rein, habe mit Karte bezahlt und nehme einen Bon nicht mit, nehme ich nie mit und denke, es hat sich eben erledigt. Am 26. diesen Monat kriege ich vom Rechtsanwalt ein Schreiben, dass ich eben die Tanken nicht bezahlt habe und die Kosten soll ich alle bezahlen. Also praktisch den Rechtsanwalt und die anderen Kosten. Ich habe auf meine Kontoauszüge gleich geschaut und habe gesehen, dass ich tatsächlich nur die 10 Euro abgezogen bekommen habe für die Zigaretten. Habe das Tankgeld gleich überwiesen. Vom Anwalt kam dann, dass ich die Kosten trotzdem tragen muss. Also ihm wurde praktisch unterstellt, dass Sie hier Tankbetrug begangen haben? Ja, genau so. Bloß ich konnte das ja nicht wissen, weil ich mich darauf verlassen habe. Ich tanke immer mit Karte. Ja. Und doch, das hat sich erledigt. Was verlangt der Anwalt? Ich glaube so 78 Euro. Ja. Und dann die Erkennung von meinem Fahrzeug oder so, das sollte ich auch noch alles bezahlen. Also praktisch, dass festgestellt wird, dass Sie der Halter sind? Ja. Also sind sozusagen aus den 35 Euro jetzt das Dreifache an Gebühren geworden? Genau, über 128 Euro. Im Grunde ist es ja das Versagen des Mitarbeiters dann hier. Normal schon. Ja, bloß der Rechtsanwalt, der dichtet mir an, dass ich dran schuld bin. Ich habe ja bezahlt. Also ja. Ich war im Glauben, ich habe bezahlt. Ich habe auch geprüft, die Frau Schädel hat mir ihre Kontoauszüge gezeigt und es gibt tatsächlich diese Abbuchung auf dem Konto von den Zigaretten. Die Tankgeschichte war nicht drauf, aber das ist halt jetzt erst, weil Sie auf den Beleg geschaut haben, ja, Ihnen offensichtlich geworden. Sie haben sie dann bei dem Anwalt gemeldet, haben dem geschrieben, haben denen den Sachverhalt, ja, geschildert. Was kam da als Antwort? Dass das meine Schuld war. Da ist überhaupt nicht auf was anderes eingegangen. Ich bin die Schuldige. Das Ganze scheint bei der Jet-Tankstelle eine gewisse Masche zu haben. Wenn ihr das Internet durchforstet, gibt es sehr viele Fälle von Kunden der Jet, denen Tank nicht in Rechnung gestellt wurde und die daraufhin von einem Anwalt eine Zahlungsaufforderung bekommen mit einer horrenden Gebühr, die natürlich oben drauf geht. Bei der Frau Schädel wäre es sozusagen eine Verdreifachung jetzt des Tankpreises gewesen. Wir gucken uns mal einen Artikel aus dem Münchner Merkur an und zwar ging es auch darum, dass eine Tankstelle falsch bei einer Kundin abgerechnet hat und die Kundin dafür büßen lässt. 55 Euro zu wenig bezahlt, also die Frau hat hier in Taufkirchen getankt, 40 Liter super, ging an die Kasse, nannte die Zapfsäule, die 3 und bezahlte die Tankfüllung mit Karte, wie bei der Frau Schädel ja auch passiert. 2 Wochen später hatte sie Post von einer Dresdner Anwaltskanzlei im Briefkasten, das ist auch dieselbe Anwaltskanzlei wie bei der Frau Schädel. Und hier auch derselbe Vorgang. Hier wird ihr unterstellt, dass sie nicht bezahlt hat, sozusagen Tankbetrug begangen hat und letztendlich auch die Anwaltsgebühr mit bezahlen soll. Die 60-Jährige ist sich allerdings sicher, dass der Kassierer die Tanksäulen verwechselt hat. Bei der Frau Schädel war es so, dass der die Tanksäule 3 genannt bekommen hat, aber die anscheinend nicht eingegeben hat. Was sie irritiert, ist, dass die Tankstelle gleich einen Anwalt einschaltet. Nachdem ich gezahlt habe, habe ich mir noch eine Pizza-Auslage und die Eistruhe genauer angesehen. Also hier ist derselbe Vorgang. Hier wurde auch gleich eine Anwaltskanzlei eingeschaltet. Hier wird auch der Inhaber der Chat-Tankstelle dort befragt und der redet sich so raus, dass jeder Mitarbeiter viele Kassendurchgänge hat und man das gar nicht so nachvollziehen kann, wer dann was wie bezahlt hat. Und letztendlich ist auch hier der Kunde verantwortlich. Und das ist auch das, was die Frau Schädel hier so aufregt, dass ihr trotzdem nach wie vor Tankbetrug unterstellt wurde, obwohl sie ja die Schachtel Zigaretten bezahlt hat. Und ich habe auch den Bankbeleg angesehen, also auch tatsächlich an diesem Tag war sie in dieser Filiale und hat das Geld für die Zigaretten auch bezahlt. Jetzt vielleicht mal 3 Tipps, wie die Jet Deutschland mit sowas vielleicht besser umgehen könnte, ohne Kunden zu verärgern. Natürlich kann es unbenommen sein, dass bei Tankstellen jemand tankt und Tankbetrug begeht, indem er einfach wegfährt. Das ist aber hier nachweislich nicht passiert und wie gesagt, das Internet ist voll mit Fällen, wo ich auch nicht unterstellen würde, dass es so passiert ist. Nun hätte die Jet-Tankstelle einfach ein berechtigtes Interesse,
die Halterdaten von ihren Kunden abzufragen. Das hätte zum Beispiel die Chat hier an der Stelle machen können. Kundenorientiertes Arbeiten wäre, die Kundin anschreiben, den Fall schildern, sie hätte die 35 Euro bezahlt und das Ganze hätte sich geklärt. Das wäre Kundenfreundlichkeit gewesen. Punkt 2, was die Chat hätte auch machen können, ich gehe davon aus, dass mit diesem Anwalt hier, weil der scheint das in ganz Deutschland zu machen, zentral für die Chat-Tankstelle einen Rahmenvertrag geschlossen hat. Wenn nun der Anwalt ihr unterstellt, dass sie nicht gezahlt hat, die Frau Schilly beantwortet aber auch an diesen Anwalt, schildert den Vorfall, wie der abgelaufen ist aus ihrer Sicht, dass sie in der Filiale war, dass an diesem Tag eine Abbuchung stattgefunden hat, da hätte der Anwalt ja einfach sagen können, okay, Frau Schädewi, schicken Sie mir einfach eine Kopie Ihres Bankauszugs, bei der ich diese Abbuchung sehe. Sie bezahlen die 35 Euro dann, wenn das so ist und das Ganze ist erledigt. Nicht die Rechtsanwaltskosten nochmal obendrauf. Das ist auch eine Möglichkeit, hier kundenfreundlich zu handeln. Und das Dritte, und das ist etwas, warum ich das auch hier bei Online-Marketing-Show behandle, ist, der Chat Deutschland ist anscheinend gar nicht so ihre Reputation im Internet bekannt. Also das Ganze schlägt ja im Internet sehr hohe Wellen. Das kommt häufiger vor, dass Mitarbeiter, und ich will jetzt hier nicht die Mitarbeiter bashen, an der Stelle vielleicht vergessen, irgendwas einzugeben in die Kasse. Dann kann es aber nicht sein, dass der Kunde dafür verantwortlich gemacht wird. Erst einmal in der Unterstellung, dass er Tankbetrug begeht und an zweiter Stelle nochmal den Aufpreis an den Anwalt zahlen muss, sondern vielleicht schult man dann die Mitarbeiter ein bisschen besser und sorgt für bessere Prozesse im Hintergrund, wie mit diesen beiden Vorschlägen, die ich vorher genannt habe, um mit sowas umzugehen. Hast du Erfahrung vielleicht mit Chat Deutschland gemacht oder in anderen Angelegenheiten, was Kundenservice, Kundenfreundlichkeit von Unternehmen angeht? Schreib es mal in die Kommentare und bis dahin bin ich raus.